Kurt! Findest du das etwa witzig? Aber keine Sorge, ich habe 20 Kopien davon gemacht. Du willst mich loswerden, ja? Du wirst deine Entscheidung noch bereuen. Ah! Kurt! Kurt? Kurt? Kurt! Wach auf! Kurt! Oh mein Gott! Kurt? Bitte wach auf! Ah! Ah, es tut weh. Ah! Ah! Was ist passiert? Wo bin ich? Kurt, du bist gefallen. Du hast dir den Kopf verletzt. Kurt? Kurt? Ist das mein Name? Hör auf, du machst mir Angst. Oh, glauben Sie mir. Mir macht das auch Angst. Ich wache auf dem Boden auf und habe keine Ahnung, wer oder wo ich bin und... Und, wer sind Sie? Ich bin Mary. Ich bin deine Frau. Erinnerst du dich an gar nichts? An nichts, nein. Tut mir leid. Aber ich bin froh, dass ich so eine hübsche Frau habe. Übelkeit? Schwindelgefühle? Zuerst ja. Aber dank Mary fühle ich mich schon viel besser. Also, es sieht nicht gefährlich aus. Nach den Pupillen ist es keine Gehirnerschütterung. Aber er kann sich nicht mal an seinen Namen erinnern. Also, das ist schon sehr beunruhigend. Von außen sieht alles gut aus, aber was innen los ist, wissen wir nicht. Also, wir müssen ein MRT machen und eine Reihe neurologischer Tests. Philipp? Ja, das ist richtig. Du erkennst ihn. Das Gesicht ist mir vertraut. Ist das unser Baby? Ja. Er hat deine Augen. Wunderschön. Aber wo ist er? Er ist bei meiner Freundin Stacy. Wieso ist er nicht hier? Ich möchte nicht unterbrechen, aber Sie müssen jetzt sofort ins Krankenhaus. Kann ich nicht zu Hause bleiben? Nein. Vielleicht kann ich mich bald an mehr erinnern. Ich habe schon meinen Sohn wiedererkannt. Es geht sicher. Kurt, Sie rekonstruieren die Bruchstücke. Das ist toll. Aber Gedächtnisverlust ist eine sehr ernste Sache. Ich bestehe auf das Krankenhaus. Bitte, lass mich bleiben. Ich kenne den Mann nicht. Und ich will nicht mit ihm mitgehen. Ich habe Angst. Und ich vertraue doch nur dir. Lassen Sie ihn heute zu Hause bleiben. Wenn es ihm schlechter geht, bringe ich ihn hin. Versprochen. In dem Fall ist es ganz Ihre Verantwortung. Unterschreiben Sie die Verzichtserklärung. Es ist köstlich. Das beste Essen in meinem ganzen Leben. Ah. Du kochst bestimmt immer so lecker wie das hier. Ich erinnere mich. Oh, wow. Also, wie schön, dass du es jetzt wertschätzt. Jetzt? Ist egal. Genieße es. Hi, Stace. Wie geht es Phil? Hallo, Liebes. Ihm geht's gut. Er spielt mit den Jungs Videogames. Die Hausaufgaben sind gemacht, also dürfen Sie das. Oh, Liebe, vielen Dank für deine Hilfe. Kein Problem. Ich kümmere mich gerne um Phil, während du diese Scheidung durchstehst. Von diesem Psycho Kurt kann dir alles blühen. Wie geht's ihm übrigens? Du wirst es nicht glauben, aber er ist jetzt ein vollkommen anderer Mensch. Er ist wie... ausgewechselt. Er ist wie der Mann, den ich mal liebte. Er ist so sanft und aufmerksam und so dankbar. Mary! Du wirst die Scheidung aber nicht absagen, oder? Ehrlich gesagt,
denke ich darüber nach. Mary! Ich weiß, aber wenn das Schicksal Kurt eine Chance gibt, sich zu ändern. Mary, bitte nicht. Lass dich nicht von deinem Mitleid überwältigen. Ja, Kurt mag jetzt lieb sein. Aber vergiss nicht, wie er dich die letzten Jahre behandelt hat. Ja gut. Gut, Stace. Ich bin vorsichtig. Ciao. Danke, dass du dich um mich kümmerst. Das mache ich gern. Mary, was ist das? Verlässt du mich? Oh, Kurt. Diese Entscheidung war sehr schwer für mich. Aber es konnte nicht so weitergehen. Was habe ich getan? Du hast mich betrogen. Nicht nur einmal. Und dann hattest du die Frechheit, die Mädchen herzubringen. Und außerdem, du hast mich geschlagen. Was? Habe ich meine Hand gegen dich erhoben? Ja, einige Mal. Ich musste mir freinehmen, damit sie auf der Arbeit die blauen Flecken nicht sahen. Das kann ich wirklich nicht glauben. Mary, habe ich das wirklich getan? Wirklich? Ja. Idiot! Freak! Nein, halt, Kurt, mach das Idiot. Nicht! Was für ein Monster. Kann eine Frau wie dir wehtun? Ich kann es nicht glauben. Es tut mir so leid, Mary. Ich weiß nicht, wie du mir vergeben kannst. Mary, aber ich will... Ich flehe, Mary, ich flehe. Bitte vergib mir. Vergib mir, wenn du kannst. Es tut mir leid. Oh. Tut mir leid. Ich wollte dich nicht erschrecken. Guten Morgen, Kurt. Ja. Das ist aber eine Überraschung. Ich wollte mich für deine Hilfe bedanken. Es ist das Mindeste, was ich tun kann. Ach, danke dir. Oh, habe ich fast vergessen. Ich dachte, du magst es vielleicht. Bitteschön. Das sind meine Lieblingsblumen. Wirklich? Ich weiß nicht. Es war, als ob mir etwas im Inneren das gesagt hat und ich... Ich habe mich entschieden. Okay. Ich möchte unserer Ehe noch eine Chance geben. Oh, Mary. Oh. Ist das wahr? Ich bin im 7. Himmel. Oh Mann, echt. Also, dann willst du die Scheidung aufheben? Ja, will ich. Ich verspreche dir, ich missbrauche dein Vertrauen nie mehr. Hallo, Schatz. Also, das Ergebnis des Bluttests ist da. Mein Blut? Ich habe kein Blut beim Test. Oh ja, hast du nicht. Aber die Ergebnisse zeigen, dass du ein Schwein bist. Mary, ich verstehe gar nicht, was das soll. Verstehst du das jetzt?
Es war Schweineblut, hä? Ich wusste, du hast es gefälscht. Und du dachtest, du kommst damit durch? Du täuschst dich. Damit du es weißt, ich lasse mich doch rein. Halt den Mund, Frau! Denk daran, du gehörst mir oder niemandem. Der alte Kurt ist zurück, hä? Er ist nie weg gewesen. Und du lässt dich nicht scheiden und es gibt keine Alimente. Ich brauche kein Geld von dir. Du Bestie! Du gehörst eingesperrt! Du bist besser still oder du kriegst große Schwierigkeiten. Was soll das, hä? Lass mich los! Lass mich jetzt nicht los! Was verdammt nochmal macht ihr da? Schatz, sag ihnen, dass das falscher Alarm ist. Wir lieben uns. Alles okay, Miss? Mir geht es gut, jetzt. Wo er in Handschellen ist. Mach's gut, Kurt. Ich hoffe, das ist ein Moment, den du niemals wieder vergisst. Mary, ich komme zurück. Du wirst mit einem offenen Auge schlafen. Du dumme, hässliche Kuh!